Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des EU-Austrittsvolksbegehrens ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz in Klagenfurt begrüßen. Die anwesenden Journalisten, freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, sowohl von den Mainstream-Medien als auch von den Alternativmedien. Und wir möchten uns vor allem heute auch ein bisschen in Kärnten vorstellen. Wir haben in allen Bundesländern jetzt einmal eine Pressekonferenz gemacht, in Wien sowieso, damit hier auch die Gelegenheit besteht, uns kennenzulernen, Fragen zu stellen. Wir haben heute Infostand am Alten Platz in Klagenfurt, morgen auch und an den weiteren Tagen in anderen Städten in Kärnten. Wer Lust hat, kann uns dort auch am Infostand besuchen. Darf Ihnen vielleicht zunächst das Podium vorstellen. Heute als Gastreferent, nicht Mitglied des Volksbegehrens, aber Gastreferent, Herrn Diplom-Ingenieur Volker Heldorf, ein Urgestein der Kärntner Umweltschutzbewegung, glaube ich, und auch des Aufbaus des biologischen Landbaus in Kärnten. Da wird er natürlich selber noch einiges dazu sagen. Wir kennen uns schon lange. Er ist uns immer ein Begriff gewesen und wir haben schon früher zusammengearbeitet. Und weiters darf ich Ihnen vorstellen, Herrn Dr. Franz Josef Planck, Obmann der Tierschutzorganisation Animal Spirit, der Mitglied des Personenkomitees ist, des überparteilichen Volksbegehrens, und Frau Renate Zittmeier, Bäuerin und Umweltschützerin aus Oberösterreich. Sie ist auch Mitglied des Personenkomitees, wie ich selbst auch natürlich. Mein Name ist Inge Rauscher. Ich bin die Bevollmächtigte des Volksbegehrens und ich habe es vor etlichen Jahren quasi auch initiiert. Es können natürlich nicht alle vom Personenkomitee da sein, weil wir ja berufstätig sind und nicht so weit fahren können an einem Arbeitstag, aber zumindest einige sind da. Weiteres können Sie ja dann in den Unterlagen lesen. Warum sind wir gegen die EU und warum wollen wir den Austritt aus der EU für Österreich? Weil wir der Meinung sind, dass es unserer Bevölkerung dann wesentlich besser gehen wird als derzeit. Die Gründe sind vielfältig. Ich kann jetzt nur ganz kurz einige streifen. Vor allem ist es die Unfreiheit. Die Bürger spüren alle, dass sie im eigenen Land überhaupt nichts mehr zu reden haben. Über 80% aller Gesetze werden in Brüssel diktiert, verabschiedet. Die nationalen Parlamente haben nur einen ganz marginalen Spielraum. Das ist einfach keine Demokratie mehr. Die Kommissare, die die Gesetze machen in Brüssel, sind nicht gewählt. Das EU-Parlament hat nicht einmal Gesetzgebungsbefugnis, ist also kein wirkliches Parlament. Wir haben einen Riesenrückschritt in der Demokratieentwicklung durch die Mitgliedschaft der EU erlebt. Und das wollen wir eben nicht mehr. Und viele Bürger wollen es nicht mehr, sonst hätten ja nicht 10.000 Bürger als Erstunterzeichner vor den Gemeindeämtern überhaupt dieses Volksbegehren erst zu Wege gebracht. Denn das war die Voraussetzung, dass es genehmigt wurde vom Innenministerium. Und damit ist jetzt auch für alle Zeiten bewiesen, dass der Austritt aus der EU legal ist, rechtlich möglich und politisch wünschenswert. Von wie vielen Menschen, das wird man dann jetzt in der Eintragungswoche sehen, von 24. Juni bis 1. Juli können alle Österreicher und Österreicherinnen in ihr Gemeindeamt unterschreiben gehen, das Volksbegehren, auf fortlaufenden Eintragungslisten, die in den Gemeindeämtern oder in den Magistraten in der Stadt aufliegen. Ein weiterer wichtiger Grund für den Austritt aus der EU, den viele Menschen jetzt schon wollen, ist die wirtschaftliche Abwärtsentwicklung, die durch die EU-Mitgliedschaft eingetreten ist. Wir haben einen Kaufkraftverlust seit Einführung des Euro, also in nicht einmal 13 Jahren, von fast 50%. Das ist praktisch eine Enteignung unserer Vermögen, unserer Einkommen. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit in der gesamten Zweiten Republik heute und es wurde uns ja ganz etwas anderes versprochen. Und das hängt mit der Wirtschaftspolitik der EU zusammen, vor allem auch mit dem Euro. Näheres können alle in dieser Broschüre vom renommierten Rechts- und Wirtschaftsfachmann Professor Schachtschneider nachlesen. Argumente für den EU-Austritt, da ist das alles ausführlich dargelegt. Und für uns auch ein sehr wichtiger Grund ist die Neutralität. Der Verlust der Neutralität durch die EU-Mitgliedschaft. Wir sehen das jetzt ganz deutlich. Österreich muss die Wirtschaftssanktionen gegen Russland mittragen als EU-Mitglied, mitgefangen, mitgehangen. Das ist de facto ein Wirtschaftskrieg.
Das dürfte ein neutrales Land niemals machen. Und wir wollen die Neutralität wieder zurück. Wir wollen keine EU-Armee, wie es ja kürzlich die ÖVP in ihrem Parteiprogramm sogar verabschiedet hat oder zumindest massiv diskutiert hat. Wir wollen ein österreichisches Bundesheer, das ausschließlich zur Landesverteidigung eingesetzt wird und nicht für Angriffskriege in aller Welt, wie es der NATO-Doktrin zunehmend entspricht, die sich ja von einem Verteidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis entwickelt hat. Das sind die wesentlichen Gründe. Ich will Sie jetzt nicht zu lang aufhalten und darf das Wort weitergeben an Herrn Diplom-Ingenieur Volker Heldorf. Sein Thema ist vor allem die Gentechnik. Die Gentechnik ist natürlich ein weiterer wichtiger Grund für den Austritt aus der EU, denn die von Konzernen so massiv beherrschte EU ist, also da ist es sehr viel schwieriger, gentechnikfreies Wirtschaften, vor allem in der Landwirtschaft, beizubehalten, als wir es könnten, wenn wir alleine wären. Bitte, Volker. Ich bedanke mich, liebe Rosa, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dass ich heute berichten darf. Ich mache das seit 15 Jahren, verfolge ich die Nachteile der grünen Gentechnik und versuche, die Verantwortlichen darauf aufmerksam zu machen. Wie es mir dabei ergangen ist, werden Sie gleich erfahren. Es ist so, dass ich wollte nicht bei der Austrittspartei sein, aber ich wollte sehr gerne über Gentechnik und Umwelt und Gesundheit natürlich besprechen. Und da ist mir eben aufgefallen, dass in der EU die Profitinteressen der Konzerne vertreten werden und leider nicht oder viel zu wenig die Gesundheitsinteressen der Bevölkerung. Also an erster Stelle stehen die Profitinteressen der Konzerne und erst ganz weit hinten die Gesundheitsinteressen der Bevölkerung. Ich habe auch mit der Kommission Kontakt aufgenommen, habe mit 28 Kommissare angeschrieben. Was ich zurückbekommen habe, ist derartig erschütternd, dass ich gedacht habe, ich kann ruhig in dem Falle diesem Volksbegehren meine Anwesenheit schenken, weil ich überzeugt bin, dass da hier einfach nichts weitergeht. Es gibt keine Sicherheitsstudien, das heißt, diese Nahrung, die für 500 Millionen Menschen zugelassen wird, kommt ohne Sicherheitsstudie einfach auf den Markt. Ich kann es Ihnen schriftlich geben vom Herrn Kommissar Borg, dass er ganz zufrieden ist mit einer dreimonatigen Sicherheitsprüfung, das heißt Fütterungsstudie. Und Sie wissen ganz genau, dass wenn Sie länger füttern würden, ein, zwei Jahre, dass dann Krankheit und Krebs mit Sicherheit eintritt. Eine dreimonatige Fütterungsstudie ist absolut null. Das ist ein Witz, das ist vorsätzlicher Betrug. Und deswegen bin ich heute hier. Ich mag das einfach nicht. Es macht so viele Nachteile für die Bevölkerung. Und weil ich mich kurz fassen will heute, habe ich gedacht, am wichtigsten ist doch die Gesundheit. Lassen wir alle anderen weg. Da muss ich einleitend feststellen, was ist denn das Hauptziel der Genveränderung? Was will der Konzern Monsanto und die anderen Chemiekonzerne? Sie wollen Gift verkaufen und deswegen haben sie die Pflanzen giftresistent gemacht. Es gibt keine Pflanze der Firma Monsanto, die nicht gegen Roundup resistent ist. Das heißt auch, dass sie jede Menge Gift enthält. Und das essen wir dann mit und das macht uns krank. Roundup enthält den Wirkstoff Glyphosat und den Giftverstärker Tallowamine. Also das wichtigste Ziel ist die Giftresistenz. Deswegen wird schon das Saatgut mit dem Doppelpack verkauft. Das heißt Saatgut plus Gift, damit sichergestellt ist, dass jeder Quadratmeter mit Gift entsprechend beglückt wird. Was hat das für Wirkungen? Alle Pflanzen werden vernichtet mit Ausnahme der gentechnisch veränderten. Alle Pflanzen. Wenn es mit dem Flugzeug versprüht wird, auch Obstbäume, Tomaten, Kartoffeln und was es alles gibt,
was mit der Giftwolke erfasst wird. Aber auch Tiere und Menschen werden krank und tot. Wenn Sie, ich habe ein paar so Postkarten mitgebracht für die Auswirkungen der Gentechnik, kranke Kinder, kranke Tiere, Sie können das dann mitnehmen. Jetzt habe ich gedacht, ich schreibe an die Kommission, von 28 Kommissaren hat einer geantwortet und der hat gemeint, die Haftung für das Auskreuzen, für die selbstständige Verbreitung der Gentechnik durch den Blütenstaub, das wird eh von den Ländern übernommen, also der Konzern braucht es nicht machen, der das verkauft, weil ich habe das gefordert. Und die Haftung für gesundheitliche Schäden übernimmt auch jemand anderer, nur nicht der Konzern. Und ich finde das nicht in Ordnung. Jetzt habe ich an das Gesundheitsministerium geschrieben. Da hat mir geantwortet eine gewisse, die Sachverständige Magister Stiebitz. Das ist hochaktuell, habe ich vor 2 Wochen bekommen, den Brief. Und die schreibt, ohne sich zu genieren, Gensoja enthält kein Glyphosat, also kein Roundup-Gift. Bitte, das ist vorsätzlich gelogen, das ist Betrug, es gefährdet die Weltgesundheit. Tut mir leid. Hier mache ich keine Kompromisse. Und sie schreibt weiter, dass die Genveränderung keine Auswirkung auf die Gesundheit hat. Auch dies, bitte, ist vorsätzlich und zu 100% falsch. Ich habe vom Umweltbundesamt von Österreich im Jahr 2000 bereits bekommen eine Studie, da steht auf Seite 47, ich habe sie sogar ein paar Kopien gemacht, dass durch die genveränderte Nahrung Krebs entsteht, auch bei Menschen und bis zu 40% weniger Ernte. Die wissen das seit 2000 und dann schreibt mir die Frau Sachverständige Magister Stiebitz, dass es keine Auswirkungen hat auf die Gesundheit und da staunt man nur so. Jetzt haben wir 2 Dinge zu beachten. Ich habe kurz für die Presse zusammengefasst, dass damit Sie einen ganz kurzen Überblick haben und es sehr einfach zu verstehen ist. Wenn in der Umwelt alle Pflanzen getötet werden, mit Ausnahme der Genveränderten, ist klar, dass für die Artenvielfalt das eine Katastrophe ist. Wenn die Bienen vergiftet werden, die Regenwürmer, die Stickstoffbakterien und das Grundwasser vergiftet ist mit Roundup, dann dürfen Sie nicht glauben, dass das die Zukunft unserer Landwirtschaft ist. Zur Gesundheit an sich sind 2 Dinge zu beachten. Erstens, die Genveränderung an sich hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit. Das hat nachgewiesen vor etwa 15 Jahren der Forscher Abad Puste am schottischen Robert-Institut. Er wurde fristlos entlassen, seine Unterlagen gestohlen. Und er wurde zu immerwährenden lebenslangen Schweigen gezwungen. So kann man ein Problem auch aus der Welt schaffen. Aber es ist da noch etwas anderes, was genau dasselbe beweist, nämlich, dass die Genveränderung an sich sehr gefährlich ist. Und das ist, wie Sie wissen, vielleicht dieser Tryptophan-Skandal. Haben Sie davon gehört? Tryptophan ist so eine Art Beruhigungsmittel, was in den Nahrungsergänzungsmitteln beigemischt wurde und in jeder überall frei verkäuflich war. Es führte dazu, dass 10.000 Menschen erkrankt sind und wahnsinnige Schmerzen hatten. Es führte dazu, dass es Lähmungen gab von den Füßen aufwärts bis hinauf zum Herzstillstand. Es sind 10.000 Menschen erkrankt, 1.300 für immer gelähmt und 36 Tote. Und dann behaupten sie, es hat keine Auswirkung auf die Gesundheit. Das ist doch unglaublich. Und das 10, 15 Jahre später. Außerdem hat Professor Puste auch nachgewiesen an der genveränderten Kartoffel, dass die Hirne und die Hoden der Versuchstiere sehr viel kleiner ausgefallen ist und die Leber versagt.
Wissen tun wir sehr viel. Und wenn sie schreibt, die Frau Magister, dass eine genveränderte Nahrung kein Roundup enthält, das ist unmöglich, weil Gensaatgut wird im Doppelpack mit Gift verkauft. Und weil dann so viel Gift im Gensoja war, hat die EU, und jetzt horchen Sie gut zu, den Grenzwert für Roundup, für das Totalgift, auf das 200-fache erhöht. Das stellt nicht unsere Gesundheit sicher, sondern nur den Profit der Konzerne. Die haben jetzt mit dem Import kein Problem mehr. Aber die Tiere sterben. Menschen, Tiere und Pflanzen sterben. Wir haben in Deutschland die größte Rinderseuche aller Zeiten. Wird meist verschwiegen in den Medien. Es sind über 10.000 Rinder notgeschlachtet worden. Dann nennen Sie das chronischen Botulismus. Es wäre eine richtigere Bezeichnung, wäre ein Roundup-Vergiftungssyndrom. Diese Milchkühe wurden vergiftet mit Roundup. Die Universität Leipzig hat das minutiös herausgefunden und den Zusammenhang nachgewiesen. Es gibt über 1000 Ställe und Rinderzüchter, die auch betroffen sind von dieser Krankheit, haben auch schwere Krankheiten bekommen, Dutzende von denen. Und von denen haben auch schon einige sehr schwer behinderte Kinder. Der Professor Seralini, der Wissenschaftler, hat nachgewiesen an Tieren, dass genau das, nämlich die mangelhafte Ausbildung des Hirnes mit Missbildungen zusammenhängt mit der Kontamination von Roundup. Die grüne Gentechnik muss also verboten werden aus zwei Gründen. Die Genveränderung an sich schafft schwere gesundheitliche Folgen und das Gift, das Gift Roundup tötet alle Pflanzen, macht Tieren und Menschen krank. 70% der Bevölkerung in Deutschland hat bereits dieses Roundup im Haaren. Viel Vergnügen, ich nicht nur im Görzitztal, sondern in ganz Deutschland. Und was ich Ihnen unbedingt mitgeben will, durch diese Totalvergiftung, bis zu 7-mal mit Roundup mit jeder Acker gespritzt, haben wir einen enormen Rückgang der Bodenfruchtbarkeit, weil das Bodenleben zerstört wird. Wir haben dann weniger Ernte und mit weniger Ernte ist der Preis vielleicht niedriger oder werden wir mit weniger Ernte vielleicht den Hunger der Welt bekämpfen? Das ist doch ein ganz interessanter Aspekt. Gentechnik ist kriminell und wissenschaftlicher Betrug, denn sie vergehrt. Denn sie gefährdet die Welternährung. Dies schreibt der bekannte Autor Dr. David Schubert in seinem neuesten Buch Altered Genes and Twisted Truths, also veränderte Gene und veränderte Wahrheit. Damit bin ich schon am Ende. Wenn Sie Fragen haben, für die Presse habe ich dieses kurz zusammengefasst. Und wenn Sie so ein Bild mitnehmen wollen, das können Sie irgendwelchen Leuten, die es noch nicht begriffen haben, die Auswirkungen der Gentechnik dann schicken. Vielen Dank, liebe Frau Rauscher. Ich werde jetzt zurück sein und horchen. Ja. Herzlichen Dank. Ja, das war sehr eindrucksvoll, glaube ich, auch für mich. Ja. Ich möchte es nämlich weitergeben für Herrn Dr. Franz Josef Planck, dass er zum Tierschutz aus der Sicht des Tierschutzes und vielleicht auch zum GTIB noch einiges sagt, ja, was ja auch mit ein Grund ist, warum wir aus der EU wieder heraus wollen. Ja, danke. Ich freue mich, dass heute eigentlich zum ersten Mal wirklich mehrere Medienvertreterinnen da sind, auch von sogenannten Mainstream-Medien. Das war in Wien leider nicht immer so. Das ist halt schon die 9. Pressekonferenz, die wir zu dem Thema machen. Also seit das offiziell genehmigt worden ist, das Volksbegehren am 7. Jänner dieses Jahres. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch 3, eine noch in Graz und dann noch 2 in Wien zum Abschluss. Also während dieser, kurz vorher und während dieser Eintragungswoche. Ja, mein Thema, da habe ich auch schon eigene Pressekonferenz dazu gemacht, ist EU und Tierschutz. Es ist teilweise in den Pressemappen auch beigefügt. Und zwar
hat, das ist der Grund, warum ich als Tierschutzorganisation Animal Spirit eben da mitmache, eben die EU und ihre Gesetzgebung, die dann für Österreich bindend ist, sehr große Einfluss auf den Tierschutz. Und deswegen ist es mir ein Anliegen. Also vor allem deswegen, weil eben in der EU hauptsächlich die Agrarindustrie gefördert wird. Es werden ja im Jahr 2013, jetzt wird es nicht viel anders gewesen sein, in der EU 60 Milliarden Euro an Subventionen in die Landwirtschaft bzw. Agrarindustrie gesteckt. Und davon geht aber nur ein sehr geringer Teil wirklich zu den Bauern, die es ja bräuchten, sondern sehr viel an Großbetriebe. Und da war erst gestern ein Artikel in der Salzburger Nachrichten, weil jetzt seit Sonntag die Transparenzdatenbank online ist. Und da wurde also beschrieben, dass 33 Betriebe über 1 Million Euro Förderungen bekommen haben. Und dazu gehört der Größte, der da Förderung bekommt, ist die AMA selber, die eigentlich die Förderungen vergibt, nämlich mit 24,2 Millionen Euro. Ja. Und dann folgt der Waldpflegeverein Tirol mit 4,1 Millionen Euro und so weiter. Und im Jahr 2009 hat zum Beispiel auch Red Bull, was jetzt nicht unbedingt ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, was man meinen sollte, 7,9 Millionen Euro Förderung von der EU bekommen für Agrarstrukturen. Ja. Also das ist, und Kleinbetriebe müssen gleichzeitig immer mehr zusperren. Das heißt, seit EU-Beitritt vor 20 Jahren haben in Österreich ein Drittel aller Bauern zusperren müssen. Also das sind 72.000 Betriebe, wenn ich richtig bin. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel wirklich dieses TTIP durchgeht, was ja momentan intensiv hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, geheim praktisch, ja, dann wird prognostiziert, dass ein weiteres Drittel also zusperren wird, weil hier auch wieder ganz intensiv nur die Großbetriebe profitieren würden davon. Ein weiteres Beispiel, wie diese EU-Förderungen verteilt werden, ist also der größte Schlachthof in Deutschland ist in Wietze, wo täglich 430.000 Hühner geschlachtet werden, ja, und der ist mit unseren Steuergeldern mit 6,5 Millionen Euro gefördert werden. Also das ist offensichtlich nationales Interesse. Ein anderes Beispiel ist, dass also EU-Subventionen dafür verwendet werden, dass bei uns mittlerweile verbotene Käfigbatterien in der Ukraine jetzt gebaut werden. Das geht dann über so eine, wo habe ich das stehen? Egal, ja, auf jeden Fall wird dann ein Freihandelsabkommen mit der Ukraine beschlossen zwischen Deutschland und der Ukraine, dass dann diese Käfigeier wieder zurückimportiert werden nach Deutschland, obwohl die eigentlich in der EU die Haltung dieser Käfigeier verboten sind. Ja. Und zu TTIP und TITA kann man nur sagen, das ist also, weiß man ja eh schon auch durch die Medien, dass hier hinter verschlossenen Türen geheim verhandelt wird und dass hier praktisch die USA ein Mitspracherecht dann haben soll auf unsere Gesetzgebung. Das heißt, dass Großkonzerne dann Staaten klagen können. Ja, das ist also erst kürzlich wieder durch diese Freihandelsabkommen möglich geworden. Ein österreichischer Konzern hat Rumänien geklagt, weil hier also verschärfte Bedingungen für die Waldwirtschaft eingeführt werden hätten sollen. Ja. Und die USA hätte dann in der EU ein Mitspracherecht für europäische Gesetzesvorhaben. Das nennt sich dann regulatorische Kooperation. Ja. Und diese Abkommen greifen dann ganz massiv in die Handlungsspielräume unserer demokratisch gewählten Parlamente ein und würden jeden weiteren Fortschritt beim Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz gefährden. Dasselbe gilt durch das TISA-Abkommen für die Privatisierung der Wasserversorgung oder Gesundheitssysteme. Ja? Das soll dann alles nur der Billigstanbieter machen können. Und irgendwelche undemokratischen Schiedsgerichte würden dann das mehr oder weniger entscheiden. Was dann noch kommen könnte, ist ein sogenanntes Behandlung von Fleisch, also das Hormonfleisch und das
das ist keine Mehr- oder Zeitungsente, sondern das ist wirklich geplant, dass also Geflügelfleisch mit Peroxy-Essigsäure behandelt werden soll. Ja, da ist jetzt schon der Druck auf die EU, dass das zugelassen wird, was in der USA schon gilt, abgesehen davon, dass also in der USA Hormone und Antibiotika zur Wachstumsförderung, Milchleistungssteigerung etc. jetzt schon legal ist, dass Klonfleisch ohne Kennzeichnung in den Regalen ist. Und das soll dann alles auch in der EU, was jetzt noch verboten ist, erlaubt werden, was natürlich wieder nur den großen Konzernen, den großen Fleisch- und Milchverarbeitenden Konzernen zugutekommt. Ein nächstes ist, vielleicht haben Sie das auch in Schlagzeilen gelesen, dass derzeit in den USA in den intensivsten Geflügelstaaten, also Iowa, bis zu 40 Millionen Geflügel gekeult, also umgebracht worden sind, weil es wieder die Vogelgrippe ausgebrochen ist, die sogenannte Geflügelpest. Ja. Und hier werden vorsorglich ganze Massentierhaltungsbetriebe gekeult. Da gibt es Betriebe, die haben 1 Million Hennen, was also selbst für EU-Verhältnisse schon aber witzig groß ist. Ja. Und das fördert natürlich wieder diese Krankheitsentstehung durch diese Massierung auf engstem Raum, durch die Überzüchtung, durch den Einsatz von Antibiotika werden die Tiere resistent. Diese Resistenz übertragt sich dann natürlich auch auf den Menschen. Es gibt in vielen Krankenhäusern bereits so viel Resistenten, dass es gar keine Antibiotika, keine Behandlungsmethoden mehr gibt für menschliche Krankheiten. Das kommt alles durch die Massentierhaltung, durch diese Behandlung, und das soll alles verstärkt werden und wird durch TTIP noch mehr. Ja. Es gäbe noch viele andere Stichworte, vermehrte Tiertransporte, ja, der freie Handel, der in der EU ja das oberste Prinzip ist mit Fleisch, und also es geht so weit, dass also sogar die EU in den krisengebeutelten Gazastreifen lebende Rinder exportiert. Ja, also die Tierquälerei auf unseren Straßen ist ein bekanntes Thema. Und ja, und so geht es weiter. Die EU schützt letztlich die Fleischmafia, weil sie gegen eine verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft von Fleisch eingetreten ist, zum Beispiel nach dem Pferdefleischskandal 2013. Ja. Sie fördert letztlich die Massaker an rumänischen Streunerhunden, die immer wieder aufkommen. Sie fördert die Stierkämpfe indirekt, ja, mit mehreren Millionen Euro. Also EU-subventionierte öffentliche Folter, ja. Also es gibt eine Reihe von Beispielen. Ich habe das alles hier aufgelistet. Das war nur ein Teil davon. Und ich glaube, wenn wir austreten, zum Beispiel aus der EU, dann haben wir dieses Problem mit TTIP nicht, was ja letztlich schon fast beschlossene Sache ist. Wenn Österreich austritt, dann ist es automatisch auch nicht bei TTIP dabei und bei den ganzen anderen Wahnsinnigkeiten. Und wir könnten wieder, wie in der Schweiz, eigene Gesetze machen, vernünftige Gesetze für den Tierschutz, für den Umweltschutz und für den Konsumentenschutz und für die Gesundheit unserer Bevölkerung, und auch solche Wahnsinnigkeiten wie Glyphosat dann eben verbieten, zumindest auf unseren Feldern und Äckern. Ja. Danke vielmals. Ja, danke, Herr Dr. Blank. Frau Zittmeier wird eventuell auf Fragen dann antworten, und dann darf ich, glaube ich, das Wort an Sie weitergeben. Ja. Was möchten Sie gerne wissen von uns? Ja, je nachdem, wenn Sie heute fragen wollen. Ja. Alles einleuchtbar, aber haben Sie dann auch das Rezept, wie Österreich wettbewerbsfähig bleibt? Naja, also wir haben ja dann wirtschaftlich überhaupt ganz andere Möglichkeiten. Wir könnten jederzeit zum Beispiel der EFTA wieder beitreten. Die EFTA ist eine funktionierende Handelsorganisation. Die Schweiz ist dort auch Mitglied und verschiedene andere Länder. Da gibt es Assoziationsverträge mit Überseeländern, mit vielen anderen Ländern. Ein Großteil des Außenhandels der Schweiz wird über die EFTA geregelt. Das könnte Österreich dann genauso wieder machen. Wir bleiben natürlich Mitglied der Welthandelsorganisation, der WTO. Also wir hätten im Handel im Grunde genommen keine Probleme. Notabene deshalb, weil wir ja seit Jahren unter anderem auch wegen der EU-Mitgliedschaft ohnehin eine negative Handelsbilanz haben. Das heißt, wir importieren ja netto mehr, also Geldwert ausgedrückt, als wir exportieren. Und die Importe würden dann natürlich billiger werden. Selbst wenn die Exporte durch eine Schillingaufwertung dann teurer würden, wäre das die österreichische Volkswirtschaft unter dem Strich besser dran. Und da, man muss ja mal sich fragen, warum ist denn überhaupt die Arbeitslosigkeit so im Steigen? Warum werden so viele Produktionsbetriebe ausgelagert in andere Länder? Wir verlieren ja fast die ganze produzierende Industrie in Österreich sukzessive wegen des Ursprungslandprinzips, das in der EU das oberste Gebot ist.
Und das bedeutet, dass die multinationalen Konzerne in Billiglohnländern produzieren und dann in Hochlohnländer verkaufen können. Das würde, wären wir wieder aus der EU draußen, nicht mehr so sein, denn in der Welthandelsorganisation kann man das Bestimmungslandprinzip geltend machen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das bedeutet, dass wir nur Produkte importieren müssen, die nach denselben sozialen und ökologischen Grundsätzen erzeugt werden wie bei uns. Und das ist ein Riesenunterschied. Damit würden sich diese Dumping-Importe aufhören und es würde sich für die Industriebetriebe wieder lohnen, in Österreich zu produzieren. Und das würde auch den anderen Staaten helfen, denn im Grunde genommen ist das den Billiglohnländern gegenüber ja auch nur eine Ausbeutungswirtschaft, die derzeit stattfindet. Die Konzerne nützen ja nur das Lohngefälle aus, um ihre Profite damit entsprechend zu erhöhen und verhindern damit, dass in den derzeitigen Billiglohnländern die ihre eigene Wirtschaft aufbauen können. Also das ist ein System, das für beide Seiten schlecht ist. Also hier würde es ganz genau im Detail drinnen stehen. Ja. Also das ist, wäre für uns die Wiedereinführung des Euro und eben der Schilling, Entschuldigung, ja, die Wiedereinführung des Schilling der eigenen Währung, ja, ein Riesenschritt weiter, weil wir würden dann nicht mehr so viel von anderen Banken mitfinanzieren müssen, den ganzen ESM, ja, den EFSF, diese ganzen Euro-Rettungsinstrumente, die ja zig Milliarden Euro den österreichischen Staat jährlich kosten, würden schon einmal wegfallen. Und wie gesagt, die Handelsprinzipien wären in der WHO alleine wesentlich besser und in der EFTA sowieso auch. Also diese Wege hätten wir einwandfrei zur Verfügung. Und sie stehen uns jetzt nicht zur Verfügung, denn jetzt unterliegen wir als EU-Mitglied dem EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, und der setzt seit Jahrzehnten gnadenlos das Ursprungslandprinzip durch. Und das ist genau, was ich gemeint habe. Man kann ohne soziale Standards, ohne ökologische Standards irgendwo produzieren und muss dann nach Österreich herein importieren dürfen. Und das würde sich wieder aufhören. Natürlich brauchen wir dann auch wieder Grenzen, sonst könnten wir das ja gar nicht kontrollieren. Nicht, aber das wäre ja dann ohnehin wieder gegeben. Also es gibt viele Fachleute, die sich mit diesen Fragen schon ziemlich intensiv auseinandergesetzt haben. Und wenn man das ein bisschen mit Hausverstand durchliest, dann ist das also sehr verständlich. Und im Grunde genommen sehen wir es ja auch. Ja, warum haben wir denn jetzt die höchste Arbeitslosigkeit, die wir je hatten? Das sind ja genau diese Gründe. Ne? Ja. Aber meines Wissens nach ist die WTO auch sehr dafür, dass amerikanische Produkte überall hin exportiert werden, ob es jetzt in Südamerika geht oder Europa. Also die Mitgliedschaft in der WTO würde überhaupt nichts ändern, glaube ich. Ja, aber Sie können in der WTO dieses Bestimmungslandprinzip geltend machen. Da gibt es Möglichkeiten. Ja. Es ist der Professor Wohlmeier, der ja auch Mitglied ist bei uns im Personenkomitee, heute nicht hier. Der könnte Ihnen das noch ein bisschen genauer sagen. Der hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, was ihm derzeit nicht geht. Und vor allem ist auch noch etwas in der WTO. Ja. Die WTO hat keinen Gerichtshof in dem Sinn, der wirklich sozusagen Exekutivgewalt hat. Sie hat eine Streitschlichtungsstelle, eine internationale, das ist ja im Prinzip auch richtig, ja. Und da gibt es Möglichkeiten, beiderseitigen Ausgleich zu suchen, auch mit anderen Staaten. Und es wird das nicht auf diese Art und Weise gerichtlich exekutiert. Der EuGH ist ja eigentlich ein Exekutivorgan, nicht einmal nur ein Gerichtsorgan. Das ist ja auch ein Verstoß der Gewaltenteilung und das ist in der WTO nicht so. Ja, also wenn der EU-Mitgliedschaft wegfallen würde, hätten wir es um vieles leichter. Die WTO-Mitgliedschaft allein knebelt uns nicht annähernd so wirtschaftlich wie die EU-Mitgliedschaft. Und warum machen Sie nicht ein Volksbegehren eben gegen Gentechnik, gegen Glyphosat, gegen TTIP, für mehr Selbstbestimmung und Bestimmungslandprinzip? Da hätten Sie hundertprozentig jetzt mehr Stimmen, als wenn man gleich für den Austritt aus der EU plädiert. Schütten Sie da nicht das Kind mit dem Bade aus? Naja, es sind ja viele Themen. Nicht bei der EU spielt ja sehr vieles mit. Wir können ja da jetzt nur einige sagen. Man müsste da im Grunde genommen Abende drüber reden. Ja. Und ein Gentechnik-Volksbegehren hat es ja auch schon gegeben, ja, bei dem wir ja auch sehr intensiv damals mitgearbeitet haben. Ja. Und Gott sei Dank gab es das, das muss man jetzt auch sagen, weil sonst wären auch die österreichischen
Supermarktregale voll von genmanipulierten Lebensmitteln, wie es ja in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Sie werden das sicher alle wissen. Gehen Sie in Deutschland in einen Supermarkt einkaufen, das ist ein Riesenunterschied zu Österreich. Ja. Also das hat es ja wohl etwas gebracht. Selbst die Konzerne haben gesehen, dass die Österreicher die Gentechnik nicht wollen. Unser Problem ist allerdings die Futtermittel. Seit derzeit, also genmanipulierte Futtermittel werden importiert. Und das hängt ein bisschen mit dem ganzen Handelsspektrum zusammen, über das wir jetzt eh schon gesprochen haben. Ja. Das müsste sich dann eben auch wieder aufhören. Aber trotzdem ist durch das Gentechnik-Volksbegehren ein ganz anderer Bestand an Wissen in der Bevölkerung entstanden und die Kaufgewohnheiten der Bürger sind dadurch schon stark beeinflusst worden. Und ich glaube, also wir glauben ja, dass mit dem Austritt aus der EU sehr viele Probleme auf einmal zu lösen wären. Man kann nicht jedes halbe Jahr ein Volksbegehren machen, das ist ein Riesenaufwand. Ja. Und ich glaube schon, dass die Bürger das weitgehend verstehen, dass es um viele dieser Fragen geht, die uns heute bedrängen. Vor allem auch den Mitgliedsbeitrag, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ne? Wir sind ja Nettozahler bei der EU. Wir zahlen jedes Jahr doppelt so viel an Mitgliedsbeitrag, als wir von der EU wieder zurückbekommen. Das ist über eine, also grob gesprochen jetzt, es schwankt ein bisschen. Ja? Also es ist über 1 Milliarde Euro jedes Jahr bereits in der Zwischenzeit, das wir nach Brüssel überweisen. Und einen Teil davon bekommen wir wieder zurück als sogenannte EU-Förderungen. Das ist ja die größte Kutzpe. In Wahrheit fördern wir die EU, nicht die EU uns. Und bei diesen Projekten, die als EU-gefördert dargestellt werden, dürfen wir nicht einmal selbst entscheiden, was gefördert wird und was nicht, mit unserem Geld. Also so ist ja das ganze System. Und das kann nicht so bleiben. Da wären wir auf die Dauer ausgehungert. Darf ich eine kleine Ergänzung dazu bringen? Klar. Mit den Futtermitteln, die importiert werden, das sind immerhin 400.000 Tonnen genverändertes Soja, kommt das Gift Glyphosat, Roundup, Talobamine und Antibiotikumresistenzgen direkt in unsere Nutztiere und damit direkt in unsere Lebensmittel. Dadurch sind wir alle betroffen. Das meiste Fleisch in Österreich, außer dem Händelfleisch, ist durch diese Fütterung gentechnisch verändert. Und das betrifft eben jeden Bürger, der dieses Fleisch isst. Und es wird nicht als genverändert bezeichnet, enthält aber selbstverständlich die Gifte und das Antibiotikum, was diese Nutztiere fressen. Herr Helgas, aber glauben Sie nicht, oder glauben Sie, dass wenn wir nicht mehr der EU wären, dass es kein Roundup bei uns gäbe? Roundup gibt es schon seit Ewigkeiten leider und wird für jeden Hausgarten verwendet, jede Hausfrau nimmt es in den Parks, an den Straßenrändern, in jedem Lagerhaus. Es gab Werbekampagnen. Es gibt jetzt sowieso ein Neuzulassungsverfahren innerhalb der EU. Mittlerweile, weil unser Landwirtschafts- und Umweltminister, was Glyphosat ist, also angetreten ist, hat er damit mehr nichts anfangen können. Hätte es nicht mehr Sinn, in Österreich an die Politiker und Minister zu appellieren, dass eben auf die EU eingewirkt wird, dass es keine Neuzulassung gibt und dass es zumindest in Österreich verschwindet aus den Regalen? Mittlerweile ist es so, bei Baumax steht es hinter im Glas eingesperrt, man muss sich an einen Verkäufer wenden, wenn man das haben will, habe ich gestern gesehen. Aber hätte es nicht mehr Sinn, direkt die nationale Gesetzgebung zu beeinflussen? Sie haben vollkommen recht. Ja, das ist richtig, dass die Kleingärten und die Hausfrauen und die Kommunen mehr Glyphosat in Österreich verbrauchen wie die Landwirtschaft. Das ist richtig, ja. Aber inzwischen hat das Roundup auch die Weltgesundheitsorganisation als krebserregend erkannt. Und das müsste eigentlich Grund genug sein, Glyphosat nicht noch einmal zuzulassen. Und wo ich kann und wo wir können, tun wir Druck machen. Aber es gibt halt auch keine Richtlinien, wo man sich am wirkungsvollsten hinwendet. Ich habe halt gedacht, die Kommission ist das richtige Ansprechpartner oder das Gesundheitsministerium, dann schreiben die mir zurück, dass ein genverändertes Produkt ja überhaupt kein
enthält, da hat man das Gefühl, man ist bei Analphabeten. Aber es gibt zum Beispiel die Grünen, die sich sehr dafür einsetzen, dass es verboten wird. Der Herr Birkelhuber hat den Antrag eingebracht im Parlament und. Großartig. Es gibt inzwischen drei Parteien, die meine Forderung unterstützen. Das sind die Grünen, das ist die FPÖ und das Team Stronach. Eine Sensation, das war ja früher nicht. Sonst sind alle nicht in der Regierung. Tun Sie nicht so böse Bemerkungen dazu machen. Aber es ist trotzdem eine Sensation. Die Forderung, dass wir eine genveränderte Nahrung zuerst prüfen und dann zulassen und nicht umgekehrt. Und dass die Verbrecher, die das verkaufen, auch haften müssen. Da werde ich von drei Parteien unterstützt. Aber schriftlich bin ich natürlich sehr stolz drauf. Ich bemühe mich natürlich um die anderen weiter, aber es ist ein bisschen zäh. Mit dem Landwirtschaftsministerium haben Sie nicht direkt Kontakt? Selbstverständlich, das was ich jetzt an der Frau, lieben Frau Umweltminister, Gesundheitsminister Oberhauser geschrieben habe, ich gleich in Kopie. Ruprecht, nein, Gesundheitsministerium. Aber Umwelt, ist Ruprecht. Gesundheit, was ich ihr geschrieben habe, habe ich im Durchschlag gleich dem Herrn Minister Ruprechter geschrieben, damit er auch weiß, was sich hier tut. Weil die Frau Minister Oberhauser, hat mir geschrieben, beziehungsweise die Frau Magister Stiglitz, dass eben das möglicherweise Sache des Bundesministeriums für Landwirtschaft ist, habe ich gleich eine Abschrift gegeben. Und da widersprochen, dass man so einen Unsinn doch bitte nicht an die Öffentlichkeit bringen kann, nach 15 Jahren Gentechnik. Und nachdem das Umweltbundesamt vor 15 Jahren bereits gewusst hat, um was es geht. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema. Die EU-Kommission erlaubt ja gerade vor kurzem die Einfuhr von 19 Gentechnikpflanzen. Und wenn man sich das anschaut, wie die Zulassungsbeschlüsse gefasst werden und diesen Filz zwischen Konzernen, staatlicher Kontrolle und Wirtschaftsförderung und Lobbyisten der deutschen Gentechnik einmal genau unter die Lupe nimmt, sieht man, dass das ein gewaltiger Filz geworden ist. Man kann ja eigentlich diese staatlichen Kontrollen von Konzernen ja gar nicht mehr trennen. Und das ist das Problem. Wir haben eine EFSA und eine EMEA, was eigentlich schon zusammengewachsen ist mit Lobbyismus. Und das gehört natürlich geteilt wieder. Und auch das Brokkoli-Patent ist sehr bedenklich, was vor kurzem durchgegangen ist. Und wenn eines durchgegangen ist, muss man sich fragen, ja, wer hat da eigentlich jetzt solche Macht? Weil jeder weiß die Auswirkungen. Und dieses Herkunftslandprinzip, vielleicht möchte ich da noch mal ganz kurz eingehen, weil das Problem ist ja, es wird ja immer mehr importiert jetzt von den Ärmsten. Wenn Sie den Weltagrarbericht lesen, gerade wo 1 Milliarde hungert auf unserer Erde, genau da kommen die meisten Rohstoffe her. Und das kann ich eben nur mit dem Herkunftslandprinzip hereinschippern. Nur ergänzt zu den, also es wäre dann, und dieser Lobbyismus. Die Konzernherrschaft ist mittlerweile so mächtig und stark geworden, dass sich das eigentlich von einer Demokratie, so wie es wir eigentlich verstehen, dass die Macht eigentlich, oder die von unten her geht, eigentlich entfernt hat. Und wenn Konzerne immer mehr Macht bekommen, sollte das vielleicht ein Schritt in die andere Richtung wieder gesetzt werden. Für Mensch, Tier und Umwelt. Und man sieht auch am Beispiel Island oder auch die Schweiz, dass es eben auch anders geht. Ich daran erinnere, dass die Schweiz zwar nicht in der EU ist, aber Sitz der weltgrößten Konzerne wie Nestlé und Co. Und dass sie überhaupt nichts besser ist. Weil von der Schweiz aus gehen viele Maßnahmen, die wir als verbrecherisch bezeichnen würden. Wenn wir schauen, was Nestlé macht, aber was er auch braucht und so weiter. Also, wir haben eine Abstimmung gehabt über den Import von genveränderten Futtermitteln und haben eindeutig beschlossen, dass sie kein Kilogramm genverändertes Futter ins Land lassen. Wir Österreicher dürfen leider nicht mehr darüber abstimmen. Wir hätten sicher 90% zustimmen. Das ist das Traurige. Ja, ich möchte vielleicht überhaupt noch sagen, ja, es ist ja nicht so, ja, das würden wir auch gar nicht sagen, ja, dass der EU-Austritt das einzige Allheilmittel ist für alles und jedes. Ja, das so vermessen ist niemand. Ja, das wäre ja auch eine Art Totalitarismus. Ja. Natürlich können andere Bemühungen auf anderen Ebenen genauso laufen, nicht? In den Parlamenten und auf den verschiedensten Ebenen bis hin zur UNO oder OECD oder wo auch immer, ja. Das eine schließt das andere in keiner Weise aus.
Aber der Austritt aus der EU würde uns eben die Möglichkeit geben, im eigenen Land die wesentlichen Bestimmungen selbst zu fassen. Siehe zum Beispiel das Tierschutzgesetz, das österreichische Tierschutzgesetz, war um Klassen besser, als wir es jetzt haben in der EU. Es ist aber mit dem EU-Beitritt praktisch sofort Makulatur geworden. Und so würde das bei vielen anderen Dingen auch sein. Es schließt natürlich nicht aus, dass unsere eigene Bevölkerung sich auch bei der Nase nehmen muss, gerade auch im Umweltbereich und in anderen Bereichen. Wir müssen natürlich unser Land selbst in Ordnung bringen und gerecht die Verhältnisse aufbauen wieder. Ja. Und es ist, also es geht nicht ausschließlich um die EU, aber das ist sozusagen ein wesentlicher Schritt, der eine Befreiung darstellen würde und der uns ermöglichen würde, auch wieder Demokratie in Österreich zu leben. Das bleibt trotzdem ein steiniger Weg. Aber dann müssen wir auch andere Politiker haben, weil viele unserer Politiker sind in sehr gutem Kontakt und Lobbyisten für Konzerne. Natürlich. Ein EU-Austritt würde doch nicht die Konzernherrschaft in Österreich unterbinden. Also wir sind überzeugt, wenn das jetzt sehr, sehr viele Menschen unterschreiben, vom 24. Juni bis 1. Juli, ja, dann ist das ein Menetekel an der Wand für die Politik. Ja, dann haben Sie ein Ergebnis, das schwarz auf weiß vorliegt. Die Bürger müssen immerhin extra auf die Gemeindeämter unterschreiben gehen mit einem amtlichen Lichtbildausweis. Das ist eine sehr starke Willenserklärung, wie es eine Wahl ja auch gar nicht ist. Eine normale Wahl, da tut man anonym in der Wahlzelle was ankreuzeln. Ja. Aber eine offene Unterstützungserklärung für die weitere Zukunft Österreichs, das ist ein sehr starkes Signal. Und wenn das viele, viele Menschen machen, dann werden wir automatisch auch andere Politiker bekommen, weil es entsteht dann eine andere Stimmung im Land überhaupt. Also da sind wir felsenfest davon überzeugt, sonst würden wir nicht unsere ganze Freizeit seit vielen Jahren dafür opfern. Wir machen ja das nicht aus Privatvergnügen, im Gegenteil. Wie kam es denn zur Kooperation Helldorf und Ihnen? Sind Sie immer schon gemeinsam aufgetreten? Oder? Nein, aber wir sind uns immer wieder mal begegnet bei verschiedensten Aktivitäten, aber sag selber, ja. Ja, wir haben oft einmal gemeinsame Ziele gehabt. Und so wie diesmal. Ich denke, es ist so ein Volksbegehren, ist ja keine Abstimmung leider. Aber es ist eine Warnung an die EU, es ist ein Signal, so sehe ich das. Und so wie die Engländer, der Kamerun, die EU warnt und sagt, wenn sie so weitermachen, geht es nicht. Dann ist das auch vielleicht ein adäquates Mittel, ihnen zu sagen, wenn Sie nicht die Gesundheit an vorderster Stelle der EU stellen, dann habt Sie uns nicht mehr. Das ist die Warnung, die Botschaft. Und vielleicht ist das nicht schlecht, weil wenn ich schreibe oder Werber oder meine drei nicht regierenden Parteien, wie er so schön gesagt hat, wird halt auch nicht so viel passieren. Wir bemühen uns, was wir können. Und seit wann sind Sie mit dabei in diesem Komitee? Nein, das ist ich bin ja nicht im Komitee gesagt, mit dabei, ich bin ein Umwelt. Kämpfer schon seit 40 Jahren. Ich habe damals gegen das Waldsterben gekämpft. Ja, eben, nicht wahr? Und haben das erste Mal in ganz Europa erreicht, dass das Waldsterben anerkannt wurde als eine Vergiftung der Atemluft und das vor Gericht, nicht wahr? Und nicht als ein unabdingbares Naturphänomen, gegen das wir nichts machen können. Und dann hat es viel weniger Asthmatote gegeben und viel weniger Bronchitis-Kranke. Es war eine Sensation und wir waren die ersten, Habsburg und ich. Ne? Dann haben wir alle Fabriken haben dann plötzlich Filter gehabt und alle Autos ein Katalysator. Das war ja vorher nicht. Und das ist halt jetzt wieder etwas, wo wir ein bisschen voraus sind. Und wenn die Frau Inge Rauscher nicht war, da am selben Strang zieht, ich bin ja froh für jeden, der da hilft, dass wir unsere gesunde Ernährung erhalten und nicht mit Antibiotikum und Gift aufreichern. Das will doch keine. Das will doch. Haben Sie damals für die EU gestimmt? Nein, ich habe die einzige Veranstaltung gegen die EU in Völkermarkt organisiert. Und auch selbst bezahlt, damit die Leute überhaupt auch eine andere Sicht der Dinge bekommen haben. Hat nicht sehr viel genützt wahrscheinlich, aber war voll besucht. Immerhin 33% haben dagegen gestimmt, trotz dieser Riesenmaschinerie. Aber
ich möchte vielleicht auch noch was sagen. Da haben wir keine Förderung gekriegt dafür, nur wenn du dafür gestimmt hast, dass du Förderung kriegst. Genau. Ich bin ja auch Obfrau der Initiative Heimat und Umwelt, eine unabhängige Bürgerinitiative, die es ja schon seit über 25 Jahren gibt. Wir geben auch genauso lange eine Zeitschrift heraus, die doch eine ziemliche Auflage in Österreich auch hat. Ja. Und für Leute, die sich mit der Umwelt beschäftigen, war es irgendwie von Anfang an klar, dass mit der EU uns eine Riesengefahr droht. Wir haben auch vor der EU-Abstimmung massive Veranstaltungsserien gegen die EU in ganz Österreich gemacht. Wir haben 60 Großveranstaltungen mit Professor Haiger von der Universität für Bodenkultur gemacht. Du warst eh dabei. Erinnert dich, ne? Also das war für uns irgendwie immer klar. Und es waren ja auch die Grünen damals noch gegen den EU-Beitritt, wenn Sie sich erinnern. Ja, Petrovic und so weiter, verschiedene andere. Ja, also da ist ja auch ein Umdenken gekommen, ein eigentlich uns Unverständliches. Aber einen Punkt möchte ich vielleicht Ihnen noch mitgeben, ja, und zwar den offiziellen Text des Volksbegehrens. Er verlangt ja nämlich eine Volksabstimmung, weil du das angeschnitten hast und das soll man nicht übersehen. Ja. Der offizielle Text, der ja eingereicht werden musste beim Ministerium und genehmigt wurde, heißt: Der Nationalrat möge den Austritt der Republik Österreich aus der Europäischen Union mit Bundesverfassungsgesetz, welches einer Volksabstimmung zu unterziehen ist, beschließen. Es ist der Austritt aus der EU genauso eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, wie es der Beitritt war, und verlangt eine obligatorische Volksabstimmung. Das wird auch überhaupt von niemandem bestritten, ja. Und ich finde, das ist schon deshalb wichtig, ja, weil es können auch die EU-Befürworter dann wieder hingehen, wenn es diese Volksabstimmung gibt. Das heißt, es wird niemand ausgeschlossen vom demokratischen Prozess. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil eine unserer Hoffnungen beim Austritt aus der EU ist ja auch, dass wir dann eine direkte Demokratie in Österreich einführen können, so wie es die Schweiz hat. Und dann müsste es ja zu anderen Fragen auch Volksabstimmungen geben. Das wollte ich nur sagen, und für uns ist das schon wichtig. Ja? Also es ist nicht so, dass die EU-Befürworter in irgendeiner Weise da übergangen würden. Ich weiß nicht, wenn irgendwie keine Fragen mehr wären, ja, oder? Ja. Ist noch? Da war noch eine. Aha, Entschuldigung, ja. Frau Rausch, ich hätte anders gefragt und den Dr. Blank auch. Und zwar, es ist noch nicht gesprochen worden über die Menschen. Ja. Und zwar, wir haben, glaube ich, in der EU eine menschenunwürdige Behandlung, was Migranten betrifft. Also wir haben im gesamten EU-Raum eine Migrationspolitik, die fehlgeleitet wird. Diese Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben. Da sind auch die Konzerne damit verantwortlich. Da sind natürlich auch die Lobbyisten verantwortlich. Und wir im Endeffekt auch. Können Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen, was anders wäre, wenn wir aus der EU austreten, wie sich Österreich da wieder zurück zur eigentlichen Neutralität bewegen könnte. Genau. Naja, das ist der springende Punkt überhaupt bei den Ganzen auch, ja. Mit diesen mitgefangen, mitgehangen, auch außenpolitisch, ja. Woher kommen denn die Flüchtlinge? Sie kommen in erster Linie jetzt aus diesen Ländern, die man mit Krieg überzieht. Ja, also siehe Syrien, siehe Afghanistan, siehe Irak, siehe Libyen und so weiter. Das sind ja Folgen der Kriege, die USA, EU und viele andere Staaten auch, ja, gegen diese Staaten führen, gegen diese Länder führen. Und damit ist Österreich im Grunde genommen auch mitbeteiligt. Wir machen ja bei vielen dieser Aktionen auch bereits mit, logistisch und über viele andere Wege. Das österreichische Bundesheer hat schon an NATO-Übungen teilgenommen. Also wir bewegen uns ja selbst auch immer mehr in dieses Fahrwasser. Und damit sind wir im Grunde genommen auch mitschuld an diesen Flüchtlingsströmen. Und in dem Moment, wo wir nicht mehr bei der EU wären, würde das schon einmal wegfallen. Dann fällt einfach der Grund weg, warum Flüchtlinge also kommen. Und wir wären dann eben eine Stimme mehr, die die Einhaltung des Völkerrechts fordern könnte. Denn dieses wird ja bei allen diesen Kriegen nicht eingehalten. Und das auch in der Ukraine nicht natürlich, ja. Also da hat sich ja auch der Westen in einer Weise eingemischt, die ja an sich schon ein Bruch des Selbstbestimmungsrechts der Völker darstellt. Also es wäre sehr wichtig, dass ein Land mehr, so wie eben die Schweiz auch, die Neutralität wirklich geltend macht und eben zu friedensfördernden Maßnahmen aufruft und nicht mitspielt bei diesen Angriffen gegen andere Staaten und gegen Teile von anderen Staaten auch. Also wir können uns dann eben da heraushalten.
Und das wäre eine andere, auch moralische Situation, die wir dann hätten. Mehr kann ein kleines Land dann natürlich auch nicht tun, nicht? Aber wir wollen zumindest nicht mitschwimmen mit dieser sicher menschenverachtenden Politik, die derzeit läuft. Und von Herrn Dr. Blank hätte eine Frage, der Tierschutz in Österreich, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Welche Möglichkeit hätte man ein Beispiel, wenn man in Österreich einen Hund erschlägt, kriegt man 200 Euro Strafe. Tiere sind noch immer eine Sache. Hätten wir, wenn wir wieder zurück eigenständig werden, die Souveränität hätten, die Möglichkeit, dieses Tierschutzgesetz dann so zu ändern, dass wirklich die Tiere geschützt werden, jetzt nicht nur Nutztiere, sondern auch alle Tiere, die zum Beispiel auch bei den Menschen leben, Hunde, Katzen und so weiter. Hätte man da eine bessere Möglichkeit, wenn wir auch aus der EU wieder draußen wären? Was die Frau Rascher vorhin angesprochen hat, das Tierschutzgesetz in Österreich gibt es ja erst seit 2005, ein Bundestierschutzgesetz, vorher waren es Landesgesetze, also das ist eh erst nach der EU entstanden. Insofern sogar ein bisschen ein Fortschritt. Was sie gemeint hat, war das Tiertransportgesetz, was durch den EU, was vorher, also diese 6-Stunden-Begrenzung, nächstgelegene geeignete Schlachthof, das hat nur der Klima damals durchgesetzt als Verkehrsminister, das wurde dann ziemlich bald danach, nach Beitritt vom EuGH gekippt, weil es eben gegen den freien Warenverkehr, also Tierewarenverkehr, gegangen ist. Und deswegen müssen wir jetzt die ganzen Transporte, die internationalen von Litauen bis Süditalien oder Spanien oder was auch immer, durchlassen, egal ob Nutz- oder Schlachttiere. Ja. Also das könnte man dann natürlich durch wieder Grenzen und wieder Grenzkontrolle, auch Gesundheitskontrolle, gerade was diese Seuchen, Vogelgrippe, Schweinepest, MKS und so weiter betrifft, könnte man wieder kontrollieren. Das Tierschutzgesetz an sich, ja, das ist also einerseits ja geregelt durch das Strafgesetzbuch und da gibt es jetzt eh gerade eine Diskussion, dass zumindest die Höchststrafe auf 2 Jahre statt einem Jahr erhöht wird, was eh nie verhängt wird bei schwerer Tierquälerei. Und das andere ist eben, dass nach dem Tierschutzgesetz, wo es dann wieder sehr viele Ausnahmen gibt, was die Jagd betrifft zum Beispiel, ja, also in der Jagd ist quasi alles, was sonst verboten ist, erlaubt, weil es dann unter weitgerecht zählt und solche Sachen. Und Tiertransport ist ausgenommen, Tierversuche sind gänzlich ausgenommen vom Tiertransportgesetz. Kann man natürlich alles national besser regeln. Hat jetzt nicht unbedingt mit der EU zu tun, aber natürlich mit unseren Politikern, die das nicht wollen, weil die, wie wir schon gehört haben, von Lobbys und Konzernen abhängig sind. In dem Fall halt von der Agrarindustrie, von der Tierversuchsindustrie. Alles ein Riesengeschäft, alles nicht wirklich notwendig für unsere Gesundheit. Im Gegenteil, das verschleiert die ganze Sache nur. Und das könnte man bei ethisch denkenden oder handelnden Politikern sicher besser machen. Aber ja, ich meine, dieses Volksbegehren ist ein erster Schritt. Und was ich da teilweise aufgezählt habe, das hängt eben direkt mit der EU zusammen. Diese ganzen Konzerngeschichte, Agrarförderungen, TTIP, Massentierhaltungen, Einsatz von Hormonen, Antibiotika, Fleischverbesserungsmaßnahmen, ja, damit das eben gesäubert wird von den Bakterien. Und das könnte man natürlich alles besser in einem eigenständigen Staat machen, wo die Gesetze wieder selber beschlossen werden können, ohne Bevormundung. Dafür generell dieses Tierschutzgesetz, ja, führt sich selbst Absurdum. Auf der einen Seite Tierschutzgesetz, auf der anderen Seite Sache. Das kann es nicht sein. Ja. Ja, dabei. Das hat jetzt weniger mit den Tiertransporten, Massentierhaltung etc. zu tun, sondern generell als Lebewesen. Ja, das hat, ja. Tiere sind einfach vor dem Gesetz quasi Sachen, ja, und haben keine Rechtsperson. Ja. Tierschutzgesetz, ja. Wenn das eine Sache ist. Ja. Ich glaube, das einzige Land auf der Welt, wo, ja, zumindest Menschenaffen mittlerweile keine Sache mehr sind, ich glaube, in Neuseeland ist vor kurzem beschlossen, oder Brasilien, irgendeins dieser Länder. Aber es ist. Damit kann man letztlich mit Tieren machen, was man will, oder man kann sie quasi quälen, wenn ein vernünftiger Grund dafür vorliegt. Und Fleisch essen scheint ein vernünftiger Grund zu sein und Tierversuche scheint ein vernünftiger Grund zu sein und somit ist alles wieder erlaubt. Ja, also es ist letztlich nur Makulatur, ja, so ist es leider, ja. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen, was Sie vielleicht auch noch interessiert, nachdem Sie auch noch da sind, ja. Nämlich was jetzt überhaupt die Aktivitäten anbelangt für die Eintragungswoche. Es sind ja jetzt schon nur mehr schwache 3 Wochen, ja, bis dorthin. Also es ist eigentlich unglaublich, was in den letzten Monaten sich abgespielt hat bei uns. Wir kriegen derartig viele Anfragen,
von, also dass die Leute dieses Flugblatt wollen zu Tausenden, ja, wird es jetzt in ganz Österreich von Menschen verteilt, die wir noch nie vorher gesehen haben, ja. Und also wir kommen überhaupt nicht nach mit dem Verschicken, ja, wir müssen ständig nachproduzieren, ja. Es sind jetzt schon 800.000 Flugblätter draußen bei den Menschen. Das sind doch immerhin Zahlen, die normalerweise für Bürgerinitiativen nicht so einfach möglich sind, weil die Bürger das jetzt einfach selber verlangen. Ja, also wir sind jetzt schon an 4 Stellen mit dem Telefondienst beschäftigt und es arbeiten schon mehrere Leute praktisch täglich dran, ganztags und so weiter, ja. Also es ist schon erstaunlich, was das jetzt schon eigentlich ausgelöst hat bei den Menschen. Wir werden sehen, ob viele unterschreiben. Wir glauben eigentlich schon, so wie es jetzt aussieht. Das wird man dann natürlich am 2. Juli wissen oder am 1. Juli am Abend. Aber zumindest ein Interesse für dieses Thema wurde auf jeden Fall jetzt schon enorm geweckt. Und was, glaube ich, auf jeden Fall auch schon gelungen ist, ist das Bewusstsein, dass es überhaupt möglich ist, aus der EU auszutreten. Es haben uns ja viele Leute vorher gesagt, ja, das geht ja gar nicht, aus der EU kann man nicht austreten. Als wäre die EU ein Naturgesetz, nicht? Ja, also das ist einmal auf jeden Fall dadurch schon entstanden und wir hoffen eben, dass es auch noch mehr wird. Was glaubst du, was da dahinter ist, dass man beim Eintritt zur EU ein Kreuz anmacht und beim Austritt muss man auf die Gemeinde gehen, den Boss sich ausweisen, das volle Programm, also sprich absichtlich erklären. Ja, 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 ja. Das heißt, man sieht doch bereits, welche Kräfte wo wir. Ja. Sicher, ja. Das soll uns aber nicht aufhalten, ja. Wir müssen es als Bürger lernen, zu unserer Meinung zu stehen, ja. Was heißt denn Demokratie? Demokratie heißt nicht, das Volk soll herrschen. Das wäre ja schon rein in der Praxis nicht möglich, ja. Es heißt wörtlich, kommt ja vom griechischen Kraten, ja. Also das Volk ist stark, das Volk hat das Sagen. Das heißt eigentlich Demokratie. Und das werden wir nur verwirklichen können, wenn wir es auch tun. Wir müssen als Bürger den Mut lernen, ja, zu unseren Interessen, zu unseren Zielen zu stehen und offen dafür einzutreten. Ja, darin besteht die Demokratie. Auch in der Schweiz ist das so. Ja. Also ich glaube auch, dass das machbar ist. Wir kommen alle aus der Anti-Zwentendorf-Bewegung auch. Ja. Wir sind in Heimburg in der Au gesessen. Ja. Da mussten wir auch offen eintreten für das, was wir schützen und retten wollten. Ja. Da haben wir uns den Baggern gegenübergestellt, ja, und es ist gelungen. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir immer unter dem Teppich sozusagen weiterleben, ja. Und dieser berühmte Spruch von der Marie von Ebner-Eschenbach, die größte Gefahr für die Freiheit sind glückliche Sklaven, das sagt irgendwie eh alles, ja. Und wir wollen eben keine glücklichen Sklaven, wir wollen glückliche Menschen und glückliche Pflanzen und Tiere, ja. Freie Menschen, selbstbewusste, die für ihr Recht eintreten. Und dann werden wir auch ernst genommen werden. Ja, was man dazu sagen muss, das ist ja auch nur ein Volksbegehren. Das ist das Einzige, was Bürger eben selber initiieren können, einreichen können. Deswegen ist es ja auch aus verständlichem Grund für die Politiker nicht bindend, wie in der Schweiz, wo ein jeder Bürgerinitiative eine Volksabstimmung herbeiferführen kann, die dann bindend ist für die Politiker. In Österreich kann man ein Volksbegehren machen, das ist eine Willenskundgebung, ja. Und dass die Volksabstimmung, die dann letztlich bindend wäre, müssen wieder nur und können wieder nur die Politiker machen. Das heißt, es ist nicht wirklich eine direkte Demokratie, aber das einzige Mittel, was wir jetzt noch, Gott sei Dank, haben und möglicherweise eine der letzten Chancen in dieser Form, das zu machen. Und deswegen ist so wichtig, dass viele davon erfahren, ja. Ich meine, vor 20 Jahren, wenn Sie sich anschauen, was da für ein Trommelfeuer von den Mainstream-Medien war für den Anschluss an die EU und wenn Sie sich anschauen, wie jetzt die Medien darauf reagieren, also so gut wie gar nicht, ja, gerade einmal 2 Zeitungsberichte oder 3, das war alles in den letzten 6 Monaten, also das ist halt der Unterschied dabei, das heißt, es will bewusst unter den Teppich gehalten werden, aus gutem Grund, weil die Unzufriedenheit natürlich spürbar ist und wenn die Leute das erst einmal wüssten, dass sie da noch eine Möglichkeit haben, dann werden sicher noch viel mehr dazu gehen. Aber wir haben halt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, da große Inseratenkampagnen, Medienkampagnen zu machen und deswegen geht das nur Mund zu Mund und Flugblätter verteilen und unsere Pressekonferenz und hoffen, dass dadurch was geschieht und das du meinst. Ja. Die Frau Rausch hätte gerne eine Frage gestellt, und zwar eine ganz harte Frage. Glauben Sie eigentlich, dass der EU-Beitritt, der damals entschieden wurde, überhaupt rechtens ist? Naja, das ist jetzt
ein weites Feld. Ja. Das ist ein weites Feld. Ja. Es hat ja eine Klage gegeben beim Verfassungsgerichtshof von Professor Schachtschneider ausgearbeitet, die wir wesentlich sozusagen also mitgeholfen haben, dass sie überhaupt zustande kam, vor allem auch finanziell, ja, wo er den EU-Beitritt Österreichs für verfassungswidrig erklärt. Ja. Und vor allem auch detailliert begründet auf 367 Seiten Klageschrift. Ja. Davon hat es auch eine Kurzfassung gegeben, die wir publiziert haben vor einigen Jahren. Das waren dann nur 30 oder 40 Seiten. Ja. Also er zeigt das im Detail auf, aber nur das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, ja, warum das so ist, dass da die Verfassung verletzt wurde. Die Bürger haben nämlich nicht erfahren beim EU-Beitritt, dass die Verfassung damit geändert wurde. Und das ist genau der springende Punkt. Das hätten sie eigentlich von der Politik erfahren müssen. Nur der Verfassungsgerichtshof ist halt politisch besetzt, um nicht zu sagen parteipolitisch besetzt, und hat sich aus der Affäre gezogen und hat behauptet in seinem Erkenntnis, diese Klage sei nicht begründet, obwohl 367 Seiten Begründung dafür vorgelegt wurden. Es gibt eben über der Höchstinstanz keine höhere mehr. Ja, also man kann ein Verfassungsgericht zur Erkenntnis nicht mehr anfechten auf irgendeiner Ebene. Das wissen Sie natürlich, ja. Und dadurch kann man so etwas schreiben. Aber es war wichtig, dass es gemacht wurde, weil damit ist es für alle Zeiten aktenkundig. Ein Verfassungsgericht zur Erkenntnis kann man noch in Jahrhunderten nachlesen als Student oder wie auch immer Interessent. Ja. Also wir Bürger können nur die Schritte setzen, die möglich sind. Und alles Weitere muss dann eben Schritt für Schritt kommen. Ein Schritt entwickelt sich dann aus dem nächsten, das ist eben die Hoffnung. Wenn man gerade in der Umweltbewegung tätig ist, die meisten von uns sind das, nicht alle, aber die meisten, ja, dann weiß man das. Man muss viele Samen sehen, damit einige aufgehen. Ja, aber wer weiß, ob es dann wirklich besser wäre, wenn wir jetzt nicht mehr in der EU wären. Ob sich alles das dann ändern würde und wir kein Roundup mehr hätten, keine gentechnisch veränderten Nahrungsmittel, nur mehr biologische. Ja. Die Chancen würden besser werden dafür, nicht? Die Chancen würden dafür besser werden und das ist ja schon viel, nicht? Sonst, die EU hat jetzt vor kurzem beschlossen, dass die Kilowattstunde Atomstrom dreimal so hoch bezahlt wird wie ein Wasserkraftstrom. Ja, ich habe gedacht, das wird einen riesen Aufstand geben in der EU. Gar nichts. Für 35 Jahre haben die Engländer das garantiert bekommen, in ihren Hinkel oder Pinkelpoint, da dieses fürchterliche Atomkraftwerk, was sie jetzt neu bauen. Das ist aber nicht meine Meinung, dass jetzt die Atomkraft also jetzt intensiv gefördert werden muss. Die sind ja dreimal so hoch gefördert wie die Alternativenergien. Das ist nicht lustig. Ich finde, das können sie nicht machen. Irgendwann einmal ist Schluss. Wenn sie einen anderen Ausweg wissen, ich wäre ja sehr, sehr empfindlich, ne? Dann würde ich das sofort machen. Ich habe mich ja bis zur Kommission hinaufgearbeitet und das hat dort leider nicht gewünschte Reaktion gehabt. Ja, ich meine, das haben wir ja heute gar nicht erwähnt. Es gibt da eben so viele Dinge. Ja. Wir sind ja auch durch die EU-Mitgliedschaft Mitglied bei Euratom, nicht? Bei der Europäischen Atomgemeinschaft. Ja. Zahlen jedes Jahr zig Millionen Euro an Mitgliedsbeitrag bei Euratom. Ja. Ich glaube 40 Millionen. Ja, das sind ja auch beträchtliche Beträge, ja, obwohl wir eine Abstimmung hatten gegen die Atomenergie. Nicht? Das wäre auch ein Thema, das haben wir vielfach auch drauf auf den Unterlagen. Man denkt gar nicht immer gleich an alles. Ja, da wäre das so eine Liste. Ne? Auch das ist ein wesentliches Argument. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ja, wenn wer noch Fragen hat, könnte man ja noch im Gespräch irgendwie nicht, dann werden wir es offiziell schließen. Danke allen auch für die lange Geduld, ja, des Zuhörens und ja, ich hoffe, Sie können berichten. Ja.